bei den Sternsingern, die in den letzten Tagen unterwegs waren. Es waren meistens drei Kinder und ein viertes Kind dabei, das den Stern getragen hat. Dieser Stern, der uns daran erinnert, dass auch die Weisen aus dem Morgenland, von denen wir im Evangelium gerade gehört haben, einem Stern gefolgt sind. Sie haben zu Hause weit im Osten, heute nimmt man an, dass es die Gegend von Persien war, der heutige Iran müsste das gewesen sein, haben sie ein neues Sternbild, eine neue Sternenkonstellation gesehen, die sie beunruhigt hat und die sie dazu motiviert hat, sich auf den Weg zu machen, sich von zu Hause wegzubegeben. Und irgendwie habe ich mir gedacht, diese Weisen, die Gold, Weihrauch und Myrrhe bringen können, die sicher einiges an Besitz hatten, die zu Hause wahrscheinlich auch Diener hatten, die Familien zu Hause hatten, die wahrscheinlich große Paläste zu Hause hatten, die müssen schon eine ziemlich große Motivation gehabt haben, dass sie sich da auf diesen beschwerlichen Weg machen. Bequemer wäre es gewesen, für sie zu Hause zu bleiben und diesen Stern zu sehen, aber zu ignorieren und einfach bequem sitzen zu bleiben. Aber sie haben sich auf den Weg gemacht. Und ich glaube, das ist auch für uns ein Bild dafür, dass es auch für uns wichtig ist, solche Sterne zu haben, die uns sozusagen vom Hocker reißen. Solche Leitsterne im Leben zu haben, die uns motivieren, die uns Kraft geben, die uns weiterbringen. Ich denke, manche Menschen, denen ist so ein Leitstern abhanden gekommen. Die leiden irgendwie darunter, dass sie irgendwie kein Projekt mehr sehen in ihrem Leben, dass irgendwie kein Stern, keine Motivation mehr da ist, kein Sinn, der sie trägt, der sie weiterzieht, der sie dazu motiviert, sich immer wieder neu aufzumachen und ihnen auch Lust dabei schenkt, sich immer wieder neu aufzumachen. Ich glaube, es muss auch Lust machen. Und so ein Stern schenkt Lust, der schenkt den Willen, von zu Hause aufzubrechen. So wie diese Sterndeuter wahrscheinlich auch mit Begeisterung, mit Lust von zu Hause weggezogen sind, weil sie diesen König der Juden finden wollten. Der Dostojewski, der russische Schriftsteller, hat einmal gesagt, wer sich nicht vor Gott niederkniet, der kniet sich vor Götzen nieder, der kniet sich vor anderen Dingen nieder. Dinge, die manchmal versklaven. Und da ist es auch so, dass eben manche schon einen Stern haben, dem sie folgen, manche schon so etwas haben, was sie antreibt und motiviert, aber da müssen wir uns fragen, was steht dann auf diesem Stern oben? Was sind das für Dinge, die auf unseren Sternen, die uns motivieren, die uns im Leben antreiben, oben steht? Ist es vielleicht die Angst zu kurz zu kommen, die Angst vor den anderen schlecht dazustehen, nicht gut anzukommen bei den anderen, die uns antreibt, die uns immer wieder dazu antreibt, uns sozusagen ordentlich herzurichten, uns sozusagen Karriere zu machen, immer die schönsten Seiten von uns nach außen zu kehren? Ist es immer Angst, die vielleicht oben steht auf diesem Leitstern? Dann wäre es ein Stern, der eigentlich unfrei macht. Ein Stern, der mich versklavt, der mir ständig diese Angst einflößt, ja, ich muss ja gut dastehen und wenn ich mir irgendeine Blöße gebe, wenn ich zum Beispiel jetzt der Predigt stecken bleiben würde, dann würde ich mir eine Blöße geben und trotzdem passiert es mir hin und wieder. Aber wenn das mein einziger Leitstern wäre, meine einzige Angst, nicht stecken zu bleiben, dann wäre ich wirklich ein Versklavter meiner eigenen Angst. Oder steht etwas anderes oben auf diesem Leitstern meines Lebens? Steht vielleicht oben Macht, Karriere, unbedingt weiterzukommen, unbedingt Karriere zu machen, auf der Leiter der Karriere immer weiter nach oben zu gehen? Ich denke, dahinter ist nichts Schlechtes. Jeder von uns will weiterkommen, jeder von uns will sich weiterbilden und auch weiterkommen. Aber wenn das der Stern meines Lebens wird, wenn das der Götze wird, vor dem ich mich niederkniee, im Leben weiterzukommen, Karriere zu machen, koste es, was es wolle, dann werde ich ein Sklave dieses Leitsterns. Dann muss ich immer und koste es, was es wolle, an dieser Karriere arbeiten. Und wenn ich irgendwo Rückschläge erlebe, dann schlägt es einem nieder.
Und ich denke, da kann es verschiedene Titel geben auf diesen Leitsternen. Vielleicht ist es auch die Gier nach Geld oder andere Dinge. Alles Dinge, da brauche ich jetzt nicht mehr aufzuführen, aber alles Dinge, die uns eigentlich versklaven. Und wo dieser Schriftsteller Dostojewski schon recht hat. Wenn wir uns nicht vor Gott niederknien, wenn wir nicht den Namen Jesus auf diesen Leitstern hinaufschreiben, dann kann es sein, dass es in die Versklavung geht. Aber wenn wir Jesus oben stehen haben auf diesem Leitstern, dann können wir uns sicher sein, dass dieser Jesus uns in die Freiheit führen will, dass das kein Leitstern ist, der uns versklavt, der uns Angst macht. Sonst ist es nicht Jesus, sonst ist es vielleicht ein selbstgebauter Gott, ein selbstkonstruierter Gott, der uns vielleicht Angst einflößt, wo wir auch manchmal Angst haben, entspreche ich überhaupt dem Willen Gottes oder sitzt dieser Gott mir immer sozusagen im Nacken, ist er das alles sehende Auge und sieht auch meine finsteren Winkel oder ist es wirklich der Gott, der befreit, der mich atmen lässt, der wirklich Momente des Durchatmens schenkt, in der Hektik des Alltags, wo ich wissen darf, da ist einer, der mich trägt, der mein Leben noch in der Hand hat, auch wenn alles drunter und drüber geht. Und ich glaube dann, wenn dieser Jesus oben steht, wenn dieser freimachende, menschgewordene, zu Weihnachten erschienene Gott, der hier als Kind in unserer Mitte ist, wenn es dieser Gott ist, dann ist es der Gott, der in die Freiheit führt. Und dann kann dieser Gott uns Sinn geben. Ein Sinn, der manches ertragen lässt auch. Ein Sinn, ein Stern in unserem Leben, der uns auch manche Widrigkeiten ertragen lässt, auch das Kreuz tragen lässt, das auch zum Leben dazugehört. Egal ob im Beruf, in der Familie, in so vielen Dingen, in der Gemeinschaft, dieses Kreuz zu tragen. Da denke ich manchmal an den Viktor Frankl, der gesagt hat, wer einen Sinn im Leben hat, der trägt fast jedes Wie. Also einen Stern im Leben hat, der erträgt so manches rundherum. Und Viktor Frankl, der musste es wissen, der war im Konzentrationslager und hat dieses Lager überlebt, weil er nicht aufgegeben hat, an einen Sinn zu glauben. Wir wissen nicht genau, dieser Sinn von Viktor Frankl lässt sich nicht genau definieren, was er genau geglaubt hat. Er war ein jüdischer Psychologe, Psychiater. Aber er schreibt dann ein Buch und er sagt, wer einen Sinn hat im Leben, der erträgt fast jedes Wie. Und ich glaube, wenn wir Christen einen Sinn haben, der Gott heißt, der Jesus heißt, ein befreiender Gott, der uns eine Zukunft schenkt, der unser Leben von A bis Z, vom Anfang bis zum Ende in der Hand hat, dann haben wir einen ganz besonders starken Sinn. Und dann dürfen wir auch zuversichtlich sein, dass wir nicht die Angst oder andere Dinge auf unseren Lebensstern schreiben müssen, sondern wirklich diesen Gott, der uns befreien will. Ich weiß, das sagt sich jetzt alles sehr leicht. Es ist leicht, als Pfarrer hier vorne daher zu plaudern und manchmal ein bisschen leichtfertig Dinge in den Raum zu stellen, die einem selber dann wieder schwerfallen, wo man selber sagt, was hast du jetzt erzählt? Da hast du doch selber Probleme dabei. Aber trotzdem ist es gut, wenn wir uns das immer wieder zusagen lassen, wenn wir uns diesen Lebenssinn, diesem Gott immer wieder zusagen lassen. Auch uns Priestern tut es gut, wenn es uns wieder von anderer Seite zugesagt wird, weil der Glaube vom Hören kommt, dass immer wieder jemand unseren Horizont aufreißt, unsere beengte Sicht aufreißt und uns neu den Blick frei macht auf diesen Stern unseres Lebens. Und da möchte ich jetzt schon zum Ende kommen. Ich möchte nur noch wiederholen, was ich am Vormittag heute auch den Kindern gesagt habe, den Sternsingern, die da waren, heute um 9.30 Uhr bei der Sternsingermesse. Und da habe ich noch gesagt, wenn Jesus der Stern deines Lebens ist, wenn da Jesus oben steht, dann kannst du dir oft auch die Frage stellen in bestimmten Alltagssituationen, what would Jesus do? Also ich habe es bei den Kindern, muss man heutzutage ein bisschen Englisch reden, damit es hängen bleibt. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun in einer bestimmten Situation, wenn zum Beispiel gerade jemand anderer gemobbt wird, wenn über jemanden anderen gerade schlecht geredet wird, jemand wirklich durch den Dreck gezogen wird in einer Gruppe und ich bin dabei und ich weiß, das ist eigentlich nicht in Ordnung, das ist jetzt wirklich nicht okay, was da gemacht wird, stelle ich mich da dagegen und sage,
das ist jetzt gemein, was ihr da macht, der Mensch kann sich gar nicht verteidigen, der mag seine Fehler haben, aber so ihn zu entwürdigen, das passt einfach nicht. Oder tue ich mit, um nicht außerhalb der Gruppe zu stehen? Oder halte ich mich einfach zurück und schweige und sage gar nichts? Und da ist es wirklich oft gut, sich selber zu fragen in solchen Situationen, what would Jesus do? Was würde Jesus jetzt machen? Wie würde er reagieren? Was würde er sagen? Auch in manchen Streit, den wir haben, oder in manchen Situationen immer wieder dieser Gedanke, was würde Jesus jetzt machen? Das kann so ein Weg sein, wie wir Jesus zum Leitstern unseres Lebens machen. Amen.